Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Hello. Genau, hier fehlen wieder Frames. Steinplatten meine ich. Ich habe mal 12 hier Stacheln wieder gebaut, damit wir sie an die Wand machen können. Und dann muss ich eigentlich erstmal auch Holz hacken. Ey. Ganz viel Holz. Ah ja, hier könnte man sie zwei Etagen hoch machen, aber viel habe ich noch nicht. Ich habe überhaupt kein Holz mehr. Oh, hast du auch mal hier gegraben? Nee, ne? Hast du hier gegraben auf der Seite, ja? Ja. Weil der Stein ist hier auch ganz schön kaputt. Ja, denn das war ein extra Stein. Oh, du hakst ein bisschen mit deinem Mikro. Mit dem Mikro. Ja, das kommst verzerrt hier ran. Verzerrt noch? Ja. Das klingt echt übel. Ja, ich bin auch irgendwie hier. Und Discord, so ein Scheiß, ey. Ja, da ist mal Mathilde ohne Ton. Da hängt. Ist es denn jetzt besser? Ja, erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich erzähle ein bisschen was. Ja, ich habe gerade Discord gemacht und wir wollten zu Dings. Ach, ich habe aus Versehen in der Nacht die Lampe hier kaputt gehauen, deswegen ist das eingeschützt. Toll. Wir wollten zu Crack a Book fahren. Genau, jetzt hören wir dich auch wieder vernünftig. Das ist schön. Das freut uns mich. Auch. Dass wir dich wieder fantastisch hören. Kriegt man ja einen Ohrenschaden. That's right. Aber warte mal, habe ich überhaupt was gegessen? Na, ich muss noch was trinken. So, ein bisschen Holz habe ich auch geklappt. Ich glaube, den nächsten Tag, den müssen wir hier mal Holz hacken und, ja. Gräben machen. Gräben und Spitzen und was weiß ich nicht alles. Ja. Nächsten Tag arbeiten wir an unserer Verteidigung. Genau, Verteidigung Spezial. Baby, can you dig your man? Wer kennt diesen Satz? Ich nicht, aber du weißt ja, wo wir hin müssen, ne? Ui. Ja, ich weiß, wo wir hin müssen. Ja, je nachdem, was für Bücher man liest, könnte man wissen, von wem dieses Baby, can you dig your man stammt. Mhm. Mal gucken, wenn jemand diesen Satz kennt, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde es im nächsten Video auflösen. Oh. Vielleicht auch im übernächsten. Auch wenn ich so viel grabe, vielleicht nenne ich das nächste Video Baby, can you dig your man? Oh, jetzt geht's bergauf und dann war es, glaube ich, nach rechts, ne? Genau. Stoppschild. Wo ist das Stoppschild missachtet? Nein, ich bin drumherum gefahren. Hast du denn das Stoppschild beachtet? Ja, ich bin angehalten. Jetzt ernsthaft? Ja, steht Stopp. Tja, ich lebe eben gefährlich. Ich bin ein Rebell. Ja. Hast du meinen Helm nicht gesehen? Dein Helm sagt eher was anderes als Rebell. Was sagt er denn? Willkommen bei Mad Max? Ja, so ungefähr. Oder aus irgendeinem SM-Laden. Aha. Hui. Die Tür beim Händler war offen. Ja, weil wir die nicht zugemacht hatten. So, ich dachte immer, die schließt sich automatisch. Nö. Aber da sowieso keine Zombies reinkommen. Doch, ich glaube, der hat doch eine feste Zeit und irgendwann kommst du nicht mehr rein. Dann war die Tür zu. Ja, aber die Zombies kommen nicht rein. Nein, die Tür. Die ist automatisch geschlossen, meinte ich. Ach so, ja. Keine Ahnung. Whatever. Je nachdem, wie es nachher mit der Zeit aussieht, könnte man sich ja auch mal diesen Bärenladen einmal anschauen. Hm. Aber erstmal Crack-a-Book. Crack-a-Book, Crack-a-Book. Wir sind Bücherwürmer und wollen zu Crack-a-Book. Ups.
Und ich freue mich drauf, wenn ich Level 20 bin. Tschup. Oh, sind schon da. Ja. Tada. So, was knüppeln hier? Hier Seite ist doch schon fast auf. Einfach die Scheiben. Geh durch die Tür. Zack, bin drin. Da haben wir zwei Ausgänge. Das ist doch auch gut. Na gut. Hab schon mal eine Dame geweckt. Sehr schön. Die liegt schon wieder. Okay, ist Geschichte. War ein Banker. Ah, hier habe ich den Zappel-Philipp. Oh, das war das Buch, egal. Na komm hier, kleiner Mann. Du Zappel-Kevin, du. Nicht hinlegen. Komm, steh auf, Zappel-Kevin. Zack. Und da hebt er nochmal den Arm und das war's. Da liegt auch noch irgendwer. Ein Banker. Wusste ich doch, dass da wer kommt. Lesen Banker Bücher oder was? Zack. Bestimmt. Also vielleicht keine Unterhaltungsbücher, aber so Finanzbücher, Finanztipps. Der lebt noch. Wie kann ich meine Untergebenen am besten ausbeuten? Was sagt denn Aktien? Zack. Hey. Ich wollte ihn töten. Bücher. Irgendwelche Zettelchen. Powerschlag. Einen vergesse ich immer. Ist da noch mehr oder was? Nö, hier vorne jetzt nicht mehr. Magazine Boom Headshot. Körbchen, kann man nicht mal einsammeln. Ja, leider. Muss man jetzt wahrscheinlich selber bauen, ne? Möglich, keine Ahnung. Ja, hör auf zu meckern da draußen. Ach, die hast du schon. Ja. Okay. Die hast du auch schon alle. Dann können wir mal hier nochmal die Räume durchgucken. Sind wir schon durch mit dem Weggebogen. Ah, hier sind ein paar Leute. Noch schlafen sie. Hallo, hübsche Frau. Na gut, hübsch. Abgelogen. Tut mir leid. Die Tage sind vorbei, wo sie hübsch war. Ja, ach. Vielleicht war sie mal hübsch. Eine Zwillingsschwester. Ach, gar nicht. Wie nennt man denn drei einarmige Zwillinge? Drillinge. Oh, Vierlinge sind's doch. Sind alle gleich. Oh, Fünflinge. Ach nee, doch nicht. Ist eine normale Tussi. Oder? Bist du eine Dicke? Nee, ist eine Dicke. Sind Fünflinge. Oh, hinter mir! Sechslinge! Oh, eine Krankenschwester, hi! Kopfschmerzen? Da hilft nur Mr. Bass. Oh, jetzt ist auch noch. Ja, hier ist ein Haufen. Ich zieh sie alle hinter mir her. Die drängen mich in die Ecke hier, die Schweine. Und von außen kommen auch schon wieder welche. Offensichtlich. Ah, komm. Ich tue dich auch nochmal. Ich glaube, ich nenne meinen Baseballschläger einfach Aspirin. Na, Kopfweh? Dann mehr Aspirin. Sag ich doch, Aspirin hilft. Ist Aspirin eine Eigenmarke? Ja.
machen. Dann mache ich ja quasi Werbung, wenn ich Mr. Base benutze. Hm. Das ist doof. Dafür werde ich nicht bezahlt. Muss mal gucken. Ich wusste mal den Wirkstoff von Aspirin aus dem Kopf. Oh, Obstblätter. Ach, Wasser müssten wir auch mal holen, ne? Ja, das sollten wir heute vielleicht auch so machen. Wir haben ganz viele leere. Irgendwie um die 170 waren es, glaube ich. Ja. Oh, es gibt verbesserten Stacheldraht. Was ist das hier? Oh, hier sind ja auch wieder ein paar Ladies. Ach, du bist hinten im Lager? Ja, ja. Aha, drei Damen und ein Herr im Anzug. Ein Schelm ist der Böses dabei, denkt. Genau. Ihr habt alle Kopfschmerzen. Wow, Aspirin! Aspirin! Schleichwerbung! Oh, ja. Aspirin von Bayer! Bayer ist jetzt böse. Nein, sag sowas nicht. Ich habe Monsanto gekauft und Monsanto ist böse. Yay, ich bin Level 20, ich kann eine Werkbank bauen, yeah! War hier nicht jemand safe drin? Ja. Ja, aber cool. Advanced Engineering, warum kann ich das jetzt nicht kaufen? Tja. Level 25, wieso auf einmal Level 25? Das war die ganze Zeit Level 20. Oh, leck mich doch. Manu. Ganz schön fies. Echt, ey. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Level 20. Hab ich voll drauf gefreut. Und jetzt so ein Scheiß. Mein Beileid. Bären klatschen. Genau, lass uns mal Bären klatschen. Ich komme auch. Hui. Unsere Gasmaske verbindet sich mit unserem Rucksack. Sieht so aus, ob da so Schläuche rauskommen. Ups, da war ein Stein. Was für eine Haltbarkeit hat dein Fahrrad? 90. Oh, mein 76. 76? Wie fährst du? Ja, ja, ein Fahrrad halt, ne? So, The Beardin. Ich guck da gerade mal rein, da ist kein Bär drin. Entschuldigung. Oh! Aua, ich habe dich gar nicht gesehen, tut mir leid. Die hat Kopfschmerzen, die braucht Aspirin. Das sind die Taschenlampen. Oh, da kommen noch mehr. Die habe ich auch schon wieder nicht gesehen, verdammt. Ich muss mich mal heilen. Mach die mal alle tot da. Ich muss mehr Zombies töten, glaube ich. Ah, da hinten ist so ein rotes Licht. Wahrscheinlich sind wir dann noch eher die Zombies. Ey, hast du mich erwischt? Das gibt's doch nicht. Oh, warte mal, warte mal. Was sagst du? Du hast Kopfschmerzen? Dann nimm das Aspirin! So, Aspirin macht mich aggressiv. Ah, hier ist die Schränke. Eine leere Dose, ist ja der Hammer. Eine leere Dose. Okay, da sind Zombies dran. Bist hochgegangen? Nein. Ja, hau deinen Kopf gegen die Balustrade. Ups, bin ich irgendwie runtergefallen. Na, kommt her. Ich hack euch die Köpfe ab. Die haben wirklich ihre Köpfe gegen die Stangen. Sind die bescheuert? Ja. Du hast es gut gemacht, Kleine.
er hat gut gemacht, hat mich überrascht. Oh, ich blute schon wieder. Eieieiei. Hey! Scheiße, Entschuldigung. Sven, renn doch nicht immer vor mich. Hm, dann müssen wir gleich noch höher gehen können. So. Aber sonst scheint da nichts zu sein, oder? Mm-mm. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Trinken. Mal gucken, wo es hier hingeht. Oh, guck mal. Könnte natürlich auch sein, dass hier einfach nur rausgeht. Könnte ja sein, ja. Jo. Haben wir das schon mal festgestellt? Ja, oben ist ein Bär. Im Käfig. Eine Stripperin, die noch nichts mitkriegt. Und Bauarbeiter und was weiß ich alles. Oh. Die Luken von den Bären sind offen. Ich entscheide mich für einen Rückzug. Rückzug! Ich nehme mal die Frames weg hier. Sollen sie mal runterfallen. Klatsch, klatsch. Gut, dann stelle ich die Frames wieder hin und ja, müssen wir mal überlegen, wie wir jetzt die Bären platt machen wollen. Ich dachte, die Käfige sind zu, sind sie aber nicht. Und das sind Zombie-Bären. Oh. Okay. Aber sie greifen uns noch nicht an. Oh, hier ist eine Seitentür. Da gibt es tolle Sachen. Munition. Pistole. Irgendwo kommt gleich ein Zombie. Oh, Frames. Wir können uns gleich irgendwo oben vergrabeln. Wie viele sind's denn da? Was ist denn das denn für eine Luke auf dem Boden? Ah, hier gibt's eine Zwischendecke. Bist du oben? Nee, da geht's nicht so weit. Oh, scheiße. Ah, man kommt hier, glaube ich, in einen anderen Bereich. Mal kurz probieren. Ein anderes Klo, okay. Oh, zwei Frauen haben sich das geteilt. Das ist ja interessant. Oh, was zu essen, das brauche ich mir gleich rein. Oh, ein bisschen HP. Mach das. Ich bin voll beladen, weil ich hab so viel. Ja, ich bin auch schon überladen, aber. Hm, hier geht's irgendwie runter. Wo geht's hier? Ja.
Ah, hier gibt's einen Balkon. Ah, hier kommen die Pussys. Und vom Balkon kann man auch hoch und runter. Nee, runter nicht mehr, ist eingestürzt. Ah, hier gibt's noch ein paar Pussys. Ah, hier geht's wieder zu den Bären. Jetzt glücklich. Kriege ich meine Pfeile wieder? Hallo? Geht doch. Warte mal. Wie ging's denn noch hoch? An der Seite ist eine Treppe. Und Balkon. Jetzt bin ich offen, doch. So, und auf dem Dach gibt's jede Menge Zombies. So, ich glaube, von hier können wir die Schere gut erledigen. Ja. Soll ich hochkommen? Was? Kannst du halten wie ein Dachdecker. Musst du meine Waffe reparieren. Wo ist denn die? Da. Reparierst du? Ich brauch die, danke. Oh, das bist du. Danke. Ich denke, wir haben Friendly Fire aus oder so. Weiß nicht, habe ich dich verletzt? Ja, hast du. Sorry. Hast mir irgendwie 30, 40 Lebenspunkte weggenommen. Entschuldigung, jetzt steckt der Pfeil in deinem Rucksack. Dabei habe ich noch gar nicht so viele mehr. Was ist da oben? Wo? Guck mal am Rand. Das Lampen oder was soll das sein da? Vögel! Hast ihn getötet, aber. Ja, da ist noch hinten einer. Sehr schön. Wie kommt man jetzt da hoch? Ja, du machst das schon. Ich geh mal weiter gucken. Da ist noch ein Vogel. Ah, hier auch noch. Drecksvieh. Scheiß Vogel, du. Da mach du den Tod. Ich brauch meinen letzten Verband. Ja, ich hab meine auch gerade benutzt. Ah, sonst gibt's hier oben nicht. Hier gibt's wieder ein Loch zu den Bären, die unten frei sind. Die Bären gehen komischweise durch irgendwelche Lücken, wo sie nicht durchkommen. Okay. Oh, ich höre sie. Die Zombies kommen, glaube ich, von hinten. So, hier ist ein Zombiebär. Der andere ist nämlich irgendwie durchgeglitscht. Okay. Ja, der glitscht auch durch. Dann gehen die wahrscheinlich dahin, wo wir hergekommen sind, hm? Mhm. Da kommen auch gerade die ganzen Zombies her, glaube ich, genau. Ich hoffe nur, dass die Bären da nicht hochkommen. Weil die könnten jetzt auf den Balkon gelangen. Ja. Ah. Bin fast da. Warum kann ich jetzt nicht schießen? Ich gucke erstmal hinter mir hier. Okay. Nein! Ich wollte da noch hoch. Der glitscht da und zappelt und rappelt hier. Okay. Wo ist der Zombiebär?
In der Mauer. Der hängt jetzt, glitscht jetzt in der Mauer rum. Okay, bist du? Ja, ich bin die Treppe runtergegangen. Auf den Balkon. Nicht da runter. Wir haben 719 Punkte gekriegt. Einen haben wir. Ja. Die Leiche liegt jetzt außen. Hier ist komplett runtergeglitscht. Rausgeglitscht. Ja, aber da ist noch irgendwo ein Bär. Ja, 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 ja. Da gucke ich ja. Die waren eigentlich zusammen. Kann man hier noch irgendwie vom Klo runter gucken? Nee, ne? Oh, erste Verband nehmen. Was bringt denn das Blut? Ah, oh, Kaffeebohnen. Muss noch hochheilen. Oh, ich höre doch einen. Wo bist du, Süßer? Schnucki Bär. Kann natürlich jetzt unten im EG sein. Wo geht's denn hier überhaupt runter? Achso, hier geht's zur Distillerie, wo wir waren. Ja, da ist er auch noch. Ich hab ja ein Frame. Ich krieg ich da nicht hin. Kacke. Komm da. Da hoch geht's. Fluchtweg ist gesichert. Und es ist ja gar nicht der Bär. Ist der Müll. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Das ist die Frage. Ach, der ist hier im Gebäude. Hier unten. Hi. Ach, da hinten. Der ist da auch in der Mauer. Geglitscht. Zurzeit kann er sich da nicht rauswinden, das ist gut. Bei dem Bär möchte ich auch nicht im Nahkampf haben, ey. Nee. Ich glaube, du ein, zwei Schläge, bist du tot. Ja. Haben wir. Jetzt glitscht er irgendwie raus, glaube ich. Ach, jetzt krieg die Pfeile nicht. Oh, ich habe keinen. Das zappelt hier echt. Gut, ich gehe jetzt raus. Eindeutig zu viele Zombie-Bären. Kaninchen gekillt. Sehr schön. Wenn du hier rausgehst, am Fenster liegt ein Kaninchen. Ja, nimm du es auseinander. So wenig gibt, ja. Ich bin sowas von überladen. Ja, ich bin auch überladen und wir müssen bald nach Hause. Ja, ja. Ich habe nur noch eine Reihe frei. Ich habe gar keine Reihe frei. Was sammelst du denn ein? Also frei im Sinne von, dass ich da noch was reinpacken kann. Ach so, ja. Bis ich absolut überladen bin, oder ja, was? Ja, ich bin absolut überladen. Also ich habe schon mehr als eine Reihe mehr, als ich eigentlich maximal kann. Na, 3 Stunden noch. Dann kann man vielleicht noch ein bisschen Holz hacken und graben. Nee, das wird nicht mehr reichen. Für ein bisschen Holz hacken. Ja, Holz hacken, ja. Also die anderen Gebäude kann man sich auch mal angucken, ja. Auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, morgen nicht. Wir müssen mal morgen ein bisschen Verteidigung. Ja. Weil wenn die uns jetzt noch einmal die Nacht angreifen oder so, dann ist schon wieder alles kaputt. Ja. Ich würde auch tatsächlich, wenn möglich, noch zusätzlich um den Graben Stacheldrahtzaun. Ja. Genügend Eisen erstmal haben müssen, wir ja, mit ja, aber erstmal Haus, die Außenmauer, 2 hoch. So, dann muss der Graben gezogen werden und wenn wir dann noch Manpower und Zeit haben, können wir gerne noch Stacheldraht verlegen. Aber ich würde jetzt nicht mit dem Stacheldraht zuerst anfangen. Nein, 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 nein. Eine Kettensäge wäre echt gut in dem Spiel. Oh. Ja.
Ups. Ups. Oh, voll doof. Man sieht ja gar nicht zum Teil auf der Straße, was da ist. Scheiß Laub. Oh, stell dir vor, ohne die Bikes, ey, wie lange wir da unterwegs wären. Ich will's mir nicht vorstellen. Jetzt, wo die Bäume ein bisschen größer geworden sind, geht das wieder mit der Allee. Ja, richtig, also richtig. Ja, ich würde trotzdem sagen, dass wir die nächsten Bäume dann doch ein bisschen weiter weg. Weil die Bäume sind ja zum Hacken da. Richtig. So. So, esse ich jetzt schnell was. Den Rest sortiere ich dann lieber ein, wenn Nacht ist. Jetzt gehe ich lieber noch mal ein bisschen Bäume hacken. Schnell sortiert, glaube ich, hier. Da. Wir haben extrem viel Fleisch. Yep. Ach, irgendwo eine Kreischtante, ey. Auch im Bücherregal müssen. Ja. Gibt's da jetzt eine ganz normale Kiste? Kann man keine Bücherregale suchen? Keine Ahnung, dauert mir zu lange. Das ist mir worst. Jetzt nicht den ganzen Tag Zeit hier. Jetzt raus, scheiß drauf. Jetzt sind die nur noch 40 Minuten. Ja, also einen Baum muss ich noch gehackt haben. Ich wollte ja unten im Keller. Ach, da ist ja einer. Hi! Nein, nicht schreien! Ey. Hau die doch mal. Ja, ich hab dich getroffen und der hat mich ja getroffen. Ich wollte doch nur meinen Baum gehackt kriegen hier. Nur schnell hacken. Nur schnell hacken. Jetzt bin ich durstig. Komm, Vitamine benutze ich auch mal. Ich bringe dir ja mal was. Oh. Was mir gerade noch einfällt, wir wollten noch Wasser holen. Ja. Ich habe Gott sei Dank noch 13 leere Gläser. Ja, das können wir ja morgen, wenn wir den ganzen Tag basteln hier. Nimmst du das Wasser? Können wir das ja in Ruhe machen. Ja, ich habe jetzt 13. Ja, ein bisschen trübes Wasser haben wir ja auch noch im Lagerfeuer. Ja, ja. Das habe ich gerade reingepackt, das, was ich noch unterwegs gefunden habe. Oh, Abmarsch.
Oh, scheiße! Ja. Da sind zwei Zombies. Mehrere. Mehrere! Mehrere! Bist du da? Ja. Das war... Wohin rennt ihr? Bleibt hier! Feiglinge! Au! Oh, Entschuldigung! Mensch! Ich hab's heute echt drauf mit. Ja, also super drauf. Heinrich abknallen. Okay, der ist hin. Geht doch nicht. Jetzt aber. Gut. Ruhe im Karton. Oh, jetzt habe ich Zeit zum Sortieren. Ja. das ist Munition. Haben wir irgendwo, ja, wir hatten ja einen Schrank, wo wir Bezahlsachen machen. Nee, das war der hier eigentlich. Wo war was? Ja, wo die ganzen Nuggets drin sind, die ganzen... Ja, ja. Ja, ja, da haben ist er. Wir. Er ist dann gewandert, gut. So, Stoff, wir brauchen Erste Stoff. Erste Hilfe. Ja, wir brauchen immer noch Stoff. Auch um noch ein paar Dings zu machen, wie heißen sie gleich? Fast 280 haben wir mittlerweile Gläser. Erste Hilfe. Ja, gut, Konserve. Ja, war doch ein interessanter Spieletag mit Zombiebären und was weiß ich nicht alles. Ja. Wie gesagt, morgen oder nächstes Mal gibt es Verteidigungsspezial. Ja. Oder wie man das auch nennen könnte. Baby, can you dig your man? Gut, wenn das Video euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas Schönes. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.